60 Aufzüge gibt es im U-Bahn-Netz der VAG. Das heißt, an jedem Bahnhof ist mindestens einer, an den großen Bahnhöfen sogar zwei. Doch wer kümmert sich eigentlich um die Anlagen? Hält sie in Schuss und behebt bei Bedarf Störungen? Das machen die 18 Aufzugs- und Fahrtreppenmonteure der VAG. Einer von ihnen ist Jan Rupprecht. Wir machen heute eine Wartung, hängen Hinweisschilder hin, dass die Fahrgäste Bescheid wissen, nehmen den Aufzug außer Betrieb und geben der Schaltwarte Bescheid. Der Schaltschrank ist das Herzstück des Aufzuges. Darin sind alle wichtigen technischen Komponenten für den Betrieb der Anlage. Ich kontrolliere jetzt den Fehlerspeicher, ob eine aktuelle Meldung anliegt. Das sieht nicht so aus. Das bedeutet, ich kann mit der Wartung beginnen. Im Notfall könnte der Aufzug über die verschiedenen Bedienelemente auch manuell gesteuert werden. Nach der Kontrolle der Steuerung ist das Innere des Aufzuges an der Reihe. Jan Rupprecht steht in dem 2 Meter tiefen Schacht, über ihm der Aufzug. Insgesamt ist der Aufzug vom Schacht bis an die Oberfläche etwa 8 Meter hoch. Jetzt säubere ich die Führungsschiene der Tür, einfach, dass der Dreck heraus ist und die Tür beim Auf- und Zugehen nicht verkantet. Und ich überprüfe das Spaltmaß der Tür, dass der Mindestabstand zwischen den Türblättern eingehalten wird. Hier schaut das Spaltmaß gut aus, die Türe hat sich nicht verzogen. Jan Rupprecht ist bereits seit 2013 bei der VAG. Als gelernter Mechatroniker kam er ins Unternehmen. Durch spezielle Schulungen hat er sich zum Aufzugs- und Fahrtreppenprofi weitergebildet. Damit ich aufs Kabinendach draufkomme, entriegele ich mit der Notentriegelung den Türkontakt am Aufzug, öffne dann die Türe und dann kann ich aufs Kabinendach draufsteigen. Ich überprüfe jetzt die Spannung der Tragseile, schaue, ob das Material passt, also ob es abstehende Litzen gibt und so, dass der Aufzug sicher hoch und runter fahren kann. Jetzt überprüfe ich die Türmechanik, dazu gehören die Rollen und die Gelenke vom Türkontakt und stelle fest, es schaut alles in Ordnung aus. Dank der Wartungen kann die VAG Fehler, Störungen oder Defekte an den Aufzügen frühzeitig erkennen und beheben. So kann man in den meisten Fällen größere Störungen verhindern. Und falls es doch zu einer Störung kommt? Hier bei dem Aufzug ist jetzt alles in Ordnung, aber falls es doch mal zu einer Störung kommt, werden zuerst die Verkehrsmeister verständigt, weil sie einfach schneller vor Ort sein können. Und wir als Fachabteilung schauen, dass wir schnellstmöglich hinzukommen, um sie zu unterstützen und den Fehler zu beheben. Gut, und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Aufzug. Während Wartungen, Störungen oder Reparaturarbeiten sind die Aufzüge außer Betrieb. Das lässt sich nicht vermeiden. Verständnis haben dafür leider nicht alle. Leider gibt es auch diejenigen, die uns anmotzen, aber es gibt auch diejenigen, die sich bei uns bedanken und froh sind, dass es an jedem Bahnhof einen Aufzug gibt.